Hallo Leute, ja, wir sind hier auf dem Planeten, haben Klamotten hier gerade schon abgeladen, das wir von unten mitgebracht haben, haben jetzt hier nochmal Kohlenstoff gesammelt, beziehungsweise Biomasse und dann Kohlenstoff rausgemacht, damit da was läuft. Ich habe fast alles erledigt. Wir haben jetzt hier den Generator, den wir gerade nochmal laufen lassen können, damit der. Ja, das war jetzt wieder mal cool. Jetzt habe ich hier wieder irgendwelche Steckverbinder aus meinem Rucksack rausgemacht, die ich gar nicht rausholen wollte, ne? So. Hier wollte ich einschalten mit V. Ne, V ist Licht. Okay, das Ganze nochmal. So, jetzt haben wir es geschafft. Ihr schaut erstmal das Intro und dann gehen wir auf ein Großbild, ne? So, mit F macht man natürlich den Generator an. Hat ja gut geklappt gerade, ne? So, aber wir können es auch eigentlich. Machen wir wieder aus. Macht ja keinen Sinn. Wir können das ja auch so machen, dass wir den vollen jetzt da dran hängen. Und den da machen und dann lädt er von alleine da auf, ne? Wenn da Energie ist, ja, ist. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was frei, aber hier sind die Exo-Chips, die müssen wir auch noch einsetzen. Aber wir müssen irgendwo noch was brennen können. Da ist das Malachit zum Beispiel. Da ist Kupfer. Hier haben wir auch schon einen hingelegt. Da. Ich weiß gar nicht mehr, wofür wir das alle gemacht haben. Ja, was wollen wir bauen? Das ist die gute Frage, ne? So kleiner Drucker brauchen wir nicht. Verpacker, Einebnungsblock erzeugt Gelände, das sich am Voxelraster ausrichtet. Ich glaube, das haben wir schon. Pinne brauchen wir nicht. Ich weiß auch gar nicht, welche Quests wir jetzt noch machen müssen. Kleiner Kanister leuchtet. Ach, wir brauchen auf jeden Fall ein Lager, ne? Wo ist denn das Lager hier? Kleiner Generator, Energiezellen. Kleine Solar, ja, kleine Windturbine, beziehungsweise wir bräuchten eine größere Windturbine, weil Wind ist hier immer genug auf diesem Planeten, ne? Ausrichtungsmodus, das müssen wir glaube ich auch noch machen. Freigeschaltet. Geländewerk zu erweitern. Errichtet Geländewerksform an der Krümmung des Planeten aus. Aktivierung durch Anschluss an das Geländewerkzeug. Ausrichtung. Da brauche ich einen Zink für, okay. Habe ich Zink? Ich glaube nicht, ne? Zinkblende gab es unten aber auch, glaube ich, ne? Was haben wir hier auch für Möglichkeiten? Großes erweiterte Plattform Harz. Okay, die ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen. Wo ist der andere Drucker da hinten? Was hat der im Anstich? Mittelsgroßes Lager. Da brauchen wir Harz für. Harz gibt es da oben. Dann lass uns gerade das zweite mittelgroße Lager machen, damit wir wieder eins mitnehmen können, ne? Gibt es hier noch Harz? Sieht so aus. Brauche ich zwei Harz oder einen? Weiß ich jetzt nicht. Gut, jetzt müsste ich auf jeden Fall genug haben. Ja, hier müssen wir hin. So, jetzt macht er das Lager neu, was auf dem Anhänger kommt, damit wir losfahren können, ne? Er forscht hier schon wieder, da ist auch neuer schon drin. Läuft soweit, ne? Ich weiß nicht, läuft der schneller, wenn ich den da jetzt auch bei Sonnenschein reinstecke? Ne, nicht wirklich, ne? Aber ist halt so. So, hier müssen wir gerade auf F drücken, damit der entpackt wird. Und dann müssen wir den mitnehmen. Super, ich habe das Fenster jetzt verlassen. Jetzt wird es ein Problem wahrscheinlich geben. Ist der da drauf? Ja, ne? So, jetzt habe ich den erweitert. Kann ich aufschreiben.
Jetzt können wir noch mal runterfahren und jetzt müssen wir noch mal gucken, dass wir vielleicht Zinkblende noch mal kriegen, oder? Weil die fehlt uns, glaube ich, noch, weil da war eben Zink gefragt für irgendein Teil, was ich bauen wollte. Und wir können ja noch ein bisschen weiter unten gucken, ob es da noch was Schönes gibt, oder? Was wir natürlich jetzt gerade nicht so viel mit haben, ist Biomasse, sehe ich gerade. Ne? Das war jetzt vielleicht nicht die coolste Idee, mit wenig Biomasse hier runterzufahren, oder? Müssen wir gucken, dass wir da unten noch irgendwas abernten, was dann Biomasse ist. Ich hoffe, dass das da, was da liegt, ist Schrott, ne? Ja, Schutt, okay. So, jetzt sind wir hier unten. Sind hier rüber gefahren. Warte mal. Bin ich denn noch weiter runter gefahren hier? Also man kann hier auf jeden Fall weiter runterfahren, aber hier gibt es keine wichtigen Dinge. Kann ich da weiterfahren? Nicht wirklich, ne? Oder doch? Ah, ne, da muss ich erst was bauen, damit ich weiterfahren kann, ne? Haben wir hier was abgebaut? Ich glaube schon, ne? So, jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das am geschicktesten hier hinkriege. Komme ich denn hier hin am besten? Hm. Da geht es noch weiter runter, ne? Na, das hat nicht geklappt, da hochzukommen. Oh, jetzt habe ich mich hier irgendwie wieder selbst eingebaut, wahrscheinlich. So ein Shit auch. Okay, das geht gerade so noch. So, jetzt sind wir mal hier hochgekommen schon mal. Das ist schon mal etwas. So, das Auto ist jetzt hier wieder. Und wir wollen nach da, oder? Nein, das geht zu tief runter. Das funktioniert dann nicht so, oder? Obwohl, warte mal, da hinten ist es, geht's ja doch, ist schon passend. Sind wir hier hingekommen, das geht schon mal. Muss ich mal gucken, dass ich das hier irgendwie so hinkriege.
So ganz gefällt mir das noch nicht. Warte, das ist die passende Stelle. Glaube ich. Oh, das hat auch nicht geklappt, ne? War ich da jetzt. Naja, okay. Hier noch ein bisschen was wegnehmen. Wo ist unser Auto? Da. Steigen wir dann mal gerade ein und fahren mal ein Stück weiter. Da kommen wir auf jeden Fall hier hoch. Hier geht es auch noch weiter. Okay. Hier geht es auch noch weiter. Hier ist gerade schlecht. Steigen wir wieder ein, können wir weiterfahren. Ah, da gibt es schon mal was zum Abbauen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich eine Rampe hinkriegen. Einmal bitte einsteigen, runterfahren. Wir haben schon mal Malachit, ne? Was möchte er haben? Er möchte, glaube ich, Strom haben, ne? So, jetzt wäre schön, wenn ich hier noch Biomasse hätte, ne? Aber ich glaube, da habe ich ein Problem mit, oder? Das ist keine Biomasse. Wie komme ich hier unten an Biomasse? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Das ist jetzt ein kleines Problem, was wir hier haben, oder? Oh, das sieht ja cool aus, die Wand. Aber da geht es nicht weiter. Ja, jetzt müssten wir. Ah, warte. Nee, das ist. Nee, da sind ja hier. Ich glaube, hier finde ich jetzt keine Biomasse, ne? Das sieht nicht gut aus. Und wenn es dunkel wird, haben wir gleich ein Problem. Also wieder zurück. Tja, nee, das war schon richtig jetzt hier. Malachit können wir jetzt hier abbauen. So, ich glaube, jetzt müssen wir erst warten, weil wir hier am Fahrzeug wieder ausladen müssen. So. Okay. Ne, doch. Das können wir so machen. Oder? Ne, wir können das wahrscheinlich direkt auf den Anhänger laden. Jetzt haben wir erstmal ordentlich Kupfer auf dem Anhänger dann, ne? Gut.
Das war nicht so gut. Jetzt haben wir noch zwei Sachen, die wir mitnehmen können. Hier war doch eben so eine Forschungsgeschichte auch, oder? Ja, da müsste ich jetzt Strom anschließen, damit das geht. Gibt es hier was zu finden? Oh, Kohlenstoff. Aber da habe ich den Generator nicht für. Na super. Aber den nehmen wir ja trotzdem mit dem Kohlenstoff, weil den brauchen wir. Und dann können wir diese Probe halt noch mit drauf packen, ne? Achso, und dann haben wir noch einen Rucksack frei. Okay. Ja. Ich glaube, hier ist erstmal Sabbat dann. Dann lass uns weiter zurückfahren. Das bringt ja jetzt hier nichts. Ich hoffe, wir sind daher gekommen. Ja, hier habe ich gebaut. Passt. Dann ist die Frage, wo sind wir hierher gekommen? Da, ja, okay. Ja, ich glaube, hier sind wir hergekommen. Sind wir hier hochgefahren auch? Ich hoffe ja, ne? Ich glaube, von hier sind wir gekommen, oder? Ja, schaffen wir das? Schaffen wir. Jetzt kommen wir hier hoch. Ich hoffe, das reicht noch. Mit der Batterie. Was musste ich drücken? C. Jetzt machen wir hier voll. Oh Mann. Okay, ich glaube, das könnte aber reichen, dass wir hochkommen. Wir brauchen nämlich Biomasse, sonst kommen wir ja nie wieder hoch. Kriegen wir schon noch hin, oder? Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Kupfer en masse. Und das ist auch gut so. Kommt mir so vor, als ob der Hanninger mit dem Grundstoff Malachit für Kupfer. Okay. Bin ich aber froh, dass ich schon hier oben bin. Jetzt gerade mal ein bisschen Biomasse hier einsammeln kann. Jetzt ist hier bestimmt keine, ne? Mann, 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 Mann. Hier ist auf jeden Fall Sauerstoff und hier ist auch Masse zum Einsammeln. Ich habe schon drei, ne? Das soll reichen. Gut, dann laufen wir schnell wieder runter zum Wagen. Und weiter geht's. Fahren wir da hoch, entladen das Ganze wieder, lassen das ein bisschen verbrennen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Umwandeln im Ofen und dann schauen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.